Nee, dein Rucksack ist sehr gut, Badly Damage. Wie gesagt. Aber ich merke da keinen Unterschied, ne? Ob da Damage ist oder nicht. Oder ja, du kannst ja dann auch den guten Rucksack zur Not nehmen und dann gleich umschlichten. Gleich ein bisschen sortieren. Jupp. Bist du der Darmschütze nicht vor Unsichtbaren gefahren? Ist vor allen Dingen, ja, der Rucksack kommt hier an und eine Minute vorher oder eine Sekunde später, wo er dran ist, weg. Das wäre echt bitter, ne? Es hat mir aber auch noch nicht. Wir sind schon auf die unterschiedliche Art und Weise verreckt, also ich zumindest, aber. Ja, den Todeskampf mal. Ja. Der war nicht nett. Nee, der war. Naja. War genauso überrascht wie ich. Ja, vor allen Dingen, er ist tot. Ich denke, als erstes ein Sniper. Ach du Scheiße, du vor allen Dingen kommst du rauf und du bist tot. Ich knapp, dann geht er durch. Ja, natürlich. Hilf halt meinen Kumpanen. So, ich bin jetzt hier. Wo bin ich jetzt hier? Tankstelle. An der Tankstelle? Waren wir an der Tankstelle vorbeigekommen? Nee. Oh, Scheiße. Ja. Bist du in falsche Richtung gelaufen? Nee. Tankstelle. Es gibt eine Tankstelle, aber die ist bei Bernardino, ne? Glaube ich. Ich kenne mich nicht aus. Ich habe Orientierungsschwäche bei sowas. Das kann natürlich sein, oben beim Airfield hier, wo wir sind, ne? Ein bisschen weiter rechts oben ist, glaube ich, etwas größeres Dorf. Da gibt es auch einen Supermarkt und so. Also da kann sein, dass da irgendwas ist. Sehen Sie ein paar Häuser? Du bist immer noch am Meer, das ist doch die Frage, ne? Nee, schon lange nicht mehr. Nee, könntest du spielen mehr. So, du könnt mich nicht zum Lachen bringen, wenn ich trinke. Ich glaube, hier ist meine Straße entlang. Übrigens, es waren ja mal 27 Spieler hier drauf. Jetzt sind es noch 2, 4, 6, 8. Und zwar haben wir die Hänselnut. Grüße dich, Hänselnut. Den Teddy. Nee, Teddy Baby. Teddy Ballen X. Und ein Warblaze. Und ein Steve Z. Und HV. Ich kenn Steve Z. HV. Und danach kommt noch der Positiv bestimmt. Da noch Joint oder was? HV Positiv. Nee, gut. Der war flach. Der war auch nicht gut. Nee, der war mies. Ja, Entschuldigung, ich wollte auch keine Witze drüber machen. Macht man nicht, gehört sich nicht. Echt mal, ich trinke jetzt. Oder hat es S vergessen, da wollte ich HSV machen, aber shit. Diese Sternstunde kann ich so verstehen. Yeah. War er genauso mies, aber genauso mies. Mhm. Sein Arsch zuckt immer noch, aber seine Hose ist ruiniert, ne? Sonst würde ich die Hose noch ausziehen, aber so. Ja, warte, das kann man auch so machen, warte mal. Oh nein, zieh jetzt ja nicht noch die Hose aus, dieser arme Mensch. Nicht, dass er verschwindet. Das. Vielleicht so, glaub, nicht, du kennst mir nix. Ich lauf jetzt zu weit Norden, glaube ich. Also, Katie küsst gerade deine Füße und ich hab den Speedshot. Das doch gar nicht. Hosen sind eh ruiniert, das macht doch gar nichts. Wozu soll denn rennt einer, dabei ist aber ein Vogel, der über die Wiese fliegt. Ich kann deine Hosen aber nicht wegnehmen, ne? Echt nicht? Wir sind kaputt, ne? Ja, du bist zwischen den zwei Welten gefangen. Du bist so. Geist. Was war das? Achso, hier ist eine Burg. Dann muss ich weiter nach da laufen. Der Burg? Die wollten wir doch suchen, ne? Die Ruine. Muss ich weiter nach links. Ja, merkt immer, wo es ist. Ja, merkt das immer, wo es ist. Also, wie ihr seht, Nix. Ja, Kann ich ihm die Hosen nicht ausziehen? Der Ditchy, der erkundet das Land einfach ohne uns. Er mag einfach nicht mal mit uns spielen. Und so wie zum Thema LBT, ne? Willkommen bei Let's Play Alone. Ich wollte gerade sagen, bei der kommentierten Live-Show. Bist du so Barbara Edichmann oder was? Dann? Was? Was? Oder Maxi Fieber oder was? So. Ach, heute ist Sonntag. Komm, heute überhaupt Shopping Queen? Weiß gar nicht. Ja, komm, das perfekte Promi-Dinner. Oh, was? Dass sie das überhaupt noch bringen, ne? Oh, ja. Mann. Ja, da packen sie mal Promis aus, wo ich mal denke, sind die nicht schon längst, schon gestorben? Ja. Oh, du Scheiße! Was denn? Sag mal, liegt die Katze hinter mir! Oh, du wirst mich doch nicht so erschrecken, ich hätte ja gerade im Fuß geschossen. Willst du mal gerade ablehnen, ne? So, ich muss gleich erstmal mal eine zweite Karte aufrufen oder so, weil. Er lag so vorhin am Hocker! Warte, wie? Das bist du wahrscheinlich schon wieder ganz woanders, ne? So, hier ist ein Dorf. Und ich glaube, hinter dem Dorf ist. Die Grenze? Die Grenze, genau. Nee, Flugplatz. Er fehlt.
Schleiche. Dann muss ich unbedingt erstmal was essen und was trinken. Meinst du jetzt in Real Life oder im Spiel? Im Spiel. Achso, ich in Real Life. Muss ich schon, weißt du, musst unbedingt was essen, du hast ja immer Hunger, stimmt. Hm. Ja. Aber nicht immer Appetit. Ich würde auch sagen, wir machen es so, dass Satoshi hier das noch rankommt und das Zeug noch so halbwegs dudelt, ne? Ja. Und dass wir uns ein bisschen safe stellen und dann würde ich dann, aber wie gesagt, das, wo kommen wir erstmal her, so viel Zeit haben wir schon, ne? Würde ich sagen. Genau. Das ist natürlich jetzt so ungünstig geworden ist, wie gesagt, das kann ja keiner ahnen, ne? Das ist natürlich. Das ist überhaupt. Wir sind den ganzen Berg drum rumgelaufen, nur um wieder auf dieses Feld zu kommen. Erster Aufnahmetag und schon ist der erste tot. Da war aber viel passiert, ne? Ja, ja, wir haben einiges gemacht. Ja. Hat mir persönlich auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch so. Wir haben natürlich viel Waldkraut und Waldkraut, zwinker, zwinker. Und ich sehe das, ich sehe das, juhu. Bäume. Und das Falsche. Und jetzt wenig Spieler. Wir wollen auf jeden Fall noch einiges gemeinsam hier erreichen. Ja, wir wollen noch einiges gemeinsam erreichen. Oder willst du? Du betest, oder was? Vor uns war es an seinem Fuß. Ich hab den Screenshot. Du hast an seinem Fuß genuckelt. Gar nicht, es war ein Berg. War Duck? Duck! Bunny! Ein Ducky Duck? Von wo kommst du denn? Also ich weiß, wohin ich schießen muss, ne? Nee, er hat doch nichts, da brauchst du doch nicht schießen! Ne, wo ich nicht hinschießen muss. Darum. Deine Hand liegt so komisch verkrüppelt, da fällt mir gerade auf, ne? Ja, irgendwie schon, ne? War bestimmt ein Sock. Als guter, ja, Bettel, ne? Ja, kannst du dir vorstellen, du spielst das Spiel alleine, dann passiert oder sowas. Ja. Also wir uns sind ja viele Einzelgänger begegnet. Wobei ich sagen muss, ich spiele das Spiel eigentlich zu zweit ist mir einfach lieber. Oh, warum legt sich doch mal hin, Mensch? Zu zweit. Ja, wer ist ja seit Füßen gerade mit der M4 an seinen Füßen gekitzelt? Natürlich, ich dachte vielleicht zockt er noch. Mensch, wie ein Fisch. No. Das ist halt immer die Sache, aber naja, gut. Also mir hat es auch ziemlich viel Spaß gemacht. Also ja, das ist das. Das können wir weiter fortführen, auch wenn meine Abonnenten das auch gerne möchten und eure. Was machen wir, wenn sie das nicht wollen? Ich glaube, das möchten sie. Einer hat es ja drum gebeten. Oh, hier ist ein Brunnen. Hier ist ein Brunnen, darum hat er gebeten, da hoffe ich doch. Nee, hier der. Genau, oh, den. Der eine da. Eine da? Vom Fersfield. Ja. Vom Fersfield, der eine da. So, ich trinke schnell mal Wasser und dann bin ich bei euch. Nein! Was zählst du da mit der M4? Auf den Vogel, der da gleich kommt. Nee. So viel darf ich auch nicht trinken, sonst bin ich ja bewusstlos, ne? Nee, da steht doch. Der musste nur kotzen. Nee, das ist ja. Es ist ja so, wenn du oben hier traded steht, hörst du auf. Du kannst noch ein bisschen mehr drücken, weil es so, wenn du kotzen musst, dann verlierst du natürlich deine ganze Energie, die du vorher mit Energize hast. Ja. Deshalb macht man nicht, bis man kotzt. Also ich komme von den Hangern, von hinten. Oh, von hinten, ne? Wollen wir mal gucken, ob wir das. Also ich will auch nicht die M4 wegschmeißen. Siehst du den Tower schon? Ja. Ich sehe ihn nicht. Ich bin natürlich auch mal in Zoom-Einstellungen liegen, aber. Ah! Hm? Warte mal. Moment! Moment! Sekunde, schreib mal bitte. Muschi! Schreib mal. Nee, da laufen wir ganz normal. Schreib mal, wenn du das hörst. Ach, da unten läuft einer! Ja, ich. Gut. Ich hab gesagt. Genau, und dem wurde deine Leiche gezuckt. Also für werte Zuschauer, ich habe nicht auf den DJ geschossen. Nein, du hast ja nicht gefasst, er verfehlt, ne? Nee, er war nach links, ich habe nach rechts geschossen. Also so viel Krümmung hat nicht. Also bitte drum. Ja, bist du echt ganz schön weit weggelaufen. Ich geht doch überhaupt durch. Nein, Cheater, ist durchgelaufen. Ist das so eine schwarze Gestalt? Ja, es ging aber echt fix von dort hinten, ne? Hm. Mich wundert, dass du überlebt hast hier hoch, ne? Ist ja nicht. Deine Leiche ist immer noch hier. Ja, du zuckst noch. Diesen Moment muss ich unbedingt auf. Nein, habe ich eh auf. Oh, schöne. Was denn? Pampe. Was denn? Mein Aufnahmeprogramm. Was denn? Warum hat er aufgehört? So noch 80 GB. Festplatte. Ist ja noch 80 GB frei, warum hat er aufgehört? Also ich sehe meine Festplatte, mein Festplatte, sag ich schon, mein. Deine Leiche? Ja, ich sehe nicht mehr. Siehst du nicht? Nee. Ach, wie macht man das jetzt am Schloss? Wir sehen sie noch. Können wir rausziehen vielleicht? Hier ist mein Rucksack. Den nehme ich auf jeden Fall erstmal. Genau, ich kann dir ein bisschen Zeug hinwerfen, was ich hab. Ja, der hat gerade erst aufgehört, warte mal bitte. Er hat gerade erst aufgehört. Ja, wir tun dann jetzt nur Inventar rumtauschen, ne? Okay. Ich leg dir mal Schuhe in die Umgebung, ja. Die dürften gleich auftauchen. Ansonsten gebe ich dir mal was zu essen. Medizin hatte ich dir geklaut.
Dann gebe ich dir mal so ein Ebi-Pen. Hm. Und da schon, dass immer was ist. Was zu trinken. Und dann gucke ich mal, was ich sonst hier noch aus deiner Leiche ziehen kann, wa? Essen, essen. Hast du eine Dose offen? Nee. Mein Dosenöffner? Dann mache ich die Dose schnell mal auf. Den hat der Don. Den habe ich, warte einen Moment. Aber ich kann dir eine Dose aufmachen, wenn du das willst. Ja, das wäre cool. Don? Ja. Moment. Halt schnell, ich will ein Messer. Huch. So, da sind wir. Warte, ich mach mal schnell eine Dose auf. Ich kann dir, werfen. Ich werfe eine raus. Ich leg doch eine offene Dose gerade hin. Ich habe einen Dosenöffner auch gerade hingeschmissen. Ich habe gerade auf eine Dose hingelegt. Ach, du siehst deine Leiche gar nicht mehr, oder was? Nee. Aber die siehst du echt noch, ne? Die zuckt ja. Er zuckt noch die ganze Zeit. Ja, die kann ich sogar noch looten, ne? Naja, ich kann's auch looten, ja. Das ist ja das Merkwürdige, ne? Leiche verstecken? Nein, ich will die looten. Komm jetzt her. Kann ich es vielleicht rausziehen, das Gelob? Nee, kann ich auch nicht. Du kannst, na, du kannst es nur in die Taschen packen, aber nicht in die Umgebung. Das ist das Komische jetzt, ne? Hm, putzig. Kann ich meine Wumme wieder haben? Ja, wollte ich da gerade anbieten, wenn du es willst, ne? Natürlich. Ach, ne? Naja, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Und Dosenöffner, wäre auch nicht. Oh, da. Den hat er schon rausgeworfen. Da liegt sie, ne? Die Waffe, ja, habe ich. Okay, pass auf. Dann werfe ich den Halter raus. Da muss jetzt demnächst auftauchen, hoffe ich. Dann, aber jetzt Munition raus. Sag mal Bescheid, wenn du die Munition hast, ne? So, ich schau mal, dass ich ihn da von dir holen kann. Ne? Sag mal auf jeden Fall Bescheid, wenn du hier die Munition ein bisschen hast. Ich guck mal kurz was. Ja. Dass ich hier. Schnell, willst du Handschuhe oder sowas? Brauchst du erstmal nicht, oder? Nee. Hinten im Haus waren Handschuhe. Ebi-Pen nehme ich mal mit. Hier ist eine Dose Sardinen. Ist auch noch auf eine Dose, die kannst du kriegen dann. Eine Munition. Ach, da ist jetzt der Halfter, ne? Siehst du, ne? Ja, hast du gesehen. Hab ich. Gut. Hast du auch die Munition, die ich schon hingeschmissen hatte? Nee, die hab ich noch nicht. Geht da, jetzt kommt sie, da liegt. Also hier ist ein Shirt, das ist Badly Damaged. Willst du das trotzdem erstmal haben? Das sind 4 Slots. Ich hab jetzt rausgeschmissen, deine ganze Munition und deine Knapperei, dein Müsli. Ich hab hier doch deinen Reis. Okay? Ja, super. Dauert ein bisschen alles. Willst du auch deinen Helm haben? Ja, komm. Nee, ja, wenn er noch heil ist, ja. Ja. Ich hab dir auch noch ein bisschen was hin. Reis, T-Shirt, eine Dose, geschlossene Dose, Muni, noch sowas. Da kann ich nämlich meinen Hut wieder nehmen. So. Das ist geil, er zieht ihn sogar noch an, ne? Also so wie ich die Slots hab, so wie ich halt Platz habe im Rucksack, tue ich immer mal ein bisschen leer räumen, ne? Nacheinander. Und alles vor die Füße werfen. Okay, ich tue die Feueraxt rausnehmen, ne? Ja, das Ding kann ich nicht machen. Weil ich brauche so viele Slots. Oh, jetzt kommt alles her. Okay, pass auf. Feueraxt kommt. Handschuh kommt. Und Brille kommt, so. Die habe ich extra nicht mitgenommen, weil er gesagt hat, er braucht sie nicht unbedingt. Naja, jetzt hat er sie. Hast du sonst noch was? Weil ich komme ja nicht an die Leiche. Die Cargo-Bands werde ich noch rausziehen. Ist das die Hose? Ja. Warte mal, hast du gerade. Du hast es aber ruiniert, oder? Ist egal, er kann er trotzdem anziehen. Die Slots hat er trotzdem, ne? Ja, weil du gerade ein bisschen. Ich hab alles. Oh ja, sieht so nackig aus. Das Medipack gebe ich dir mal mit, ne? Da kannst du mal reingucken. Oder warte, ich guck mal, was drin ist. Also, Medipack ist alles Pristine, soweit ich das jetzt sehe. Zumindest sieht's gut aus. Die Dose kann er noch kriegen, ansonsten der Rest ist kaputt. Ja, das ja, warte. Die Muni ist noch hier. Und die Essensdose nimmst du die noch mit? Weiß ich nicht. So, ich werf dir nochmal eine Ladung Zeug hin. Ja. Muni. Wie gesagt, das Pack sieht schlimm aus, das Medipack ist aber von innen ziemlich gut. Und ansonsten. Ja, so und mach mal so. Ich hab ein bisschen was rausgeworfen, was ich alles hab. Supi. Geht gleich los, warte. Jetzt sieht sie wieder so aus, wie man dich kennt. Halbwegs, ne? Ach, deine Leiche sieht so ausgezogen aus. Du bist so richtig nackt. Und was? Der hat deine Hose geklaut. Oh Mann. Echt? Also die Munition brauche ich ja nicht von der. Naja, ich habe einfach mal das rüber getan, was pristine war, ne?
Ja. Wie gesagt, das Medipack, das sieht schlimm aus von außen, ist aber... Ich weiß, das war vorher schon.